Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast. Heute bei mir Frank Dörr, ich bin Andreas Grab. Frank, stell dich vielleicht erstmal kurz vor. Oh, hallo. Ja, mein Name ist Frank Dörr, in der SEO-Szene als Löwenherz aktiv, blogge ich unter seoscene.de, seit 1996 online und seit 1999 aktiv als Gestalter. Frank, wir wollten uns heute über Links unterhalten. Im allgemeinen Kontext, aber auch spezieller darauf eingehen, was für Links wirken eigentlich, was für Links wirken nicht. Vielleicht gehen wir zu Anfang nochmal generell und betrachten uns das Ganze etwas aus der Metaperspektive von oben herab. Da hast du ja auch ganz eigene Vorstellungen davon, was sind Links, was sind gute Links, was sind ethische Links vielleicht sogar. Genau. Ja, also für mich, es gibt natürlich unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Links überhaupt einstufen kann, kategorisieren kann, nach dem Motto von Low-Level-Links, von so Füllmaterial bis hin zu starken. Für mich spielt auch immer ein wichtiger Aspekt mit und das ist halt eben die Ethik. Sprich, erstmal meine persönliche Ethik. Die lässt sich natürlich nicht auf jeden übertragen. Es ist natürlich Ansichtssache für jeden SEO. Und für mich ist zum Beispiel eine Grenze, ich gehe jetzt einfach mal vom Kantschen Imperativ aus. So. Meine Oma hat mir das schon früher schon immer so gesagt, nach dem Motto, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So, so volkstümlich halt gesehen. Und das heißt, ich bin ja als SEO, ich bin nicht nur SEO, ich bin auch Webmaster. Ich bin jemand, der viele Webseiten betreibt, Foren aktiv betreibt, für mich selber, für Kunden. Und da gibt es einfach Sachen, die möchte ich selber nicht. Deswegen mache ich das auch nicht bei anderen. Beispiel dafür, was ich halt selber nicht praktiziere, was für mich in den nicht ethischen Bereich gehört, wäre beispielsweise Kommentarspam in Blogs, wären Fake-Accounts in Foren oder halt auch als Persona bezeichnet. Weil das für mich einfach, gerade wenn es dann zum Foren geht, die Community in das Licht führt und das sind einfach Dinge, die ich persönlich nicht mag und die ich deswegen auch nicht unterstütze und selber nicht praktiziere. Also Persona-Building macht ihr immer nur mit euren wirklichen realen Namen. Exakt. Entweder du genau. Mit deinem oder von deinen genau. Mitarbeitern immer nur richtige Xing-Accounts, richtige Facebook-Accounts und in jedem Forum unter einem eigenen Namen, um so auch nicht Müll zu schreiben, sondern auch irgendwo wertige Inhalte und dafür auch gerade zu stehen, was denn dort veröffentlicht wird in den genau. Foren. Wenn ich wirklich mal ein Forum sehe, wo ich sage, hey, da fände ich es cool, einen Link von zu kriegen, da ein bisschen was zu machen, gehe ich unter meinem richtigen Namen rein oder unter einem typischen Pseudonym von mir und bringe da einfach die Inhalte rein, die ich mag und freue mich natürlich auch klar, wenn da ein Link mit dann eben auch akzeptiert wird, ist das super. Aber eben jetzt irgendwelche Fakes aufzubauen, die künstlich was fragen, damit wieder ein anderer gefakter Account diese Frage wieder beantwortet und den Link reinbringt, solche Geschichten, mag ich persönlich nicht. Das heißt, das kaufst du auch nicht bei Dienstleistern ein? Nein. Und was für Erfahrungen hast du generell mit Forenlinks gemacht, vielleicht mit anderen Links, die man aktiv selber aufbaut, mit Social Bookmarks, mit Webkatalogen, mit Artikelverzeichnissen, mit Freeblogs, was da so alles gibt? Genau, also das heißt natürlich Sachen, die ich selber nicht ausprobiere, kann ich natürlich auch schlecht was dazu sagen. Andere Dinge natürlich mache ich natürlich öfter. Ja, es gibt auch Dinge, die ich dann auch im Blog eben auf seoscene dann ja auch schon berichtet habe, eben über Artikelverzeichnisse und Testing oder halt Webkataloge, wo ich einfach mal bei eBay, bei verschiedenen Anbietern was eingekauft habe und mal geschaut habe, wie wirkt sich das denn aus? Und für diejenigen, die es nicht gelesen haben auf deinem Blog, wie wirkt es sich aus? Es hängt wieder davon ab, wie man. Also, es ist ja auch wieder eine Geschichte in der Suchmaschinenoptimierung, du kannst schlecht was generalisieren. Ja, also von wegen, das ist schlecht und das ist gut. Sondern es gibt immer Dinge, die unter bestimmten Umständen, in bestimmten Konstellationen wiederum hilfreich sind oder eben nicht hilfreich sind. Also zum Beispiel ein Link von einer Trusted-Seite, von einer richtig starken Seite, der kann den einen Link-Empfänger komplett aus dem Netz fegen oder aus den Top 100 fegen bei Google eben. Und ein anderer kann dafür sorgen, dass diese Seite genau den entscheidenden Sprung in der Top 10 nach vorne macht. Ja, also es kommt immer darauf an, was verträgt eine Seite und was passt zu ihr. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke bei Webkatalogen, fangen wir mal so ganz low-level an. Genau, die werden wahrscheinlich keiner Seite wirklich schaden im Sinne von neue Seite, dass sie dadurch direkt rausfliegt. Es sei denn, man übertreibt es jetzt, was die Quantität angeht. Genau, die Quantität und zum Beispiel die Zeit, in der das aufgebaut wird. Ein großes Manko bei vielen Anbietern bei eBay ist zum Beispiel, dass die sagen, okay, jetzt ein paar hundert Webkatalog-Einträge und die werden innerhalb von 3 Tagen geschaltet. Okay, man hat natürlich immer noch eine gewisse Latenz drin, weil in diesen ganzen Katalogen natürlich die Einträge nicht unbedingt sofort freigeschaltet werden. Zum einen das und zum anderen kommt der Google-Bot auch nicht jeden Tag drauf. Richtig. Bei den ganzen Katalogen. Genau. Von daher hat man so eine natürliche Streuung, zumindest zum kleinen Teil. Genau, das mildert zum Beispiel manche Effekte dann ab und deswegen geht es dann oft schon noch irgendwie gut. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Webkataloge geht, ich hatte jetzt zumindest in meinem Fall noch nichts, wo ich sagen kann, da waren Webkatalog-Einträge schädlich.
Und bei Webkatalogen, wie gehst du da vor? Nutzt du da Spinning für? Trägst du überall denselben Titel ein, dieselbe Beschreibung? Werden das überall Unique-Texte eingetragen? Was machst du da? Also bei den Tests, die ich da halt eben bei verschiedenen Anbietern gemacht habe und auch Anbieter, mit denen ich so auch längerfristig zusammenarbeite, ist es so, dass ich natürlich Variationen drin habe. Zum Beispiel was die Titel angeht, aber durchaus auch, also Text-Spinning. Ich bin ja eher so ein bisschen konservativ in mancherlei Hinsicht und das heißt, dass ich Dinge natürlich versuche zu berücksichtigen, wenn sie dann hilfreich sein können. Und im Zweifelfall bin ich dann eben für ein Spinning. Für Und ein du? Nicht? Spinning. Ich denke, dass das nicht natürlich ist. Ich glaube, dass erst zum einen Webkataloge nur von SEOs genutzt werden. Wenn ich mir Profile anschaue von Seiten, die wirklich einen natürlichen Linkaufbau haben, dann finde ich da drin Demots, finde da drin Bellnet und dann hört es meistens schon auf an Webkatalogen, die da drin sind. Deshalb nutze ich jetzt selber für meine Sachen gar nicht die Webkataloge. Mach nur einen Demos-Eintrag, hoffe, dass der irgendwann freigeschaltet wird, beziehungsweise wenn es in der Kategorie, in die ich gerne rein möchte, noch keinen Editor gibt, bewerbe ich mich selber als Editor. Deshalb bin ich jetzt schon in ein paar Kategorien auch selber Editor. Das ist meistens der schnellste Weg, dort reinzukommen. Und Bellnet und ansonsten nutze ich selbst da jetzt keine Kataloge, weil es für mich nicht nach einem natürlichen Linkprofil aussieht. Genauso bei Social Bookmarks. Da ist auch wieder zum einen diese Spinning-Frage. Das ist für mich auch nicht natürlich, dass dort die Titel gespinnt werden, weil wenn ich Social Bookmarks natürlich nutze, dann nutze ich den Titel der Webseite und ändere da nichts mehr dran. Ich vergebe nur noch Tags. Deshalb spinne ich da nicht. Und wenn ich mir da natürliche Backlink-Profile anschaue, dann ist da Mr. Wong drin. Vielleicht noch OneView von den ganz alten Seiten, als die mal ein bisschen größer waren. Ansonsten wird es auch schon wieder eng. Delicious, eventuell, aber in Deutschland auch nicht so sehr. Wie sind da deine Erfahrungen? Ich würde jetzt erstmal noch vielleicht sogar was wir eben noch unterschlagen haben oder wo wir jetzt noch gar nicht wirklich angefangen haben, ist ja die Geschichte, dass es immer wieder Dinge gibt im SEO-Business, die in sind und Dinge, die out sind. Ja, aktuell redet jeder von Google Plus, ja, und du musst da halt irgendwas machen, wo man noch gar nicht wirklich weiß, vielleicht, wie sinnvoll alles so wird. Und gleichzeitig gibt es immer wieder Phasen, wo es heißt, Webkataloge sind toll und dann irgendwann Webkataloge sind bäh, Artikelverzeichnisse grandios, Artikelverzeichnisse bäh. Also das heißt, es gibt immer wieder Phasen in diesem Ganzen. Und es war einfach sehr interessant, zum Beispiel auf der SEMSEO, als dann der Uwe von Abacus plötzlich dann gesagt hat, hey, wir haben beim Projekt was ausgetestet mit Social Bookmarks und hat dann gezeigt, hey, guck mal, das Ding ist jetzt um 20 Plätze bei dem Keyword um so viele Plätze nach vorne gegangen. Social Bookmarks können wirken. Natürlich war das in dem Kontext dieses speziellen Projektes, was schon ein gewisses Alter hatte, was schon eine gewisse Links eben schon hatte, einen gewissen Vertrauensfaktor bei Google. Und dann war das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du jetzt ein Projekt nimmst, was vielleicht aus dem Nichts kommt und was sonst noch gar keine anderen Links hat. Und ich differenziere natürlich dann, was habe ich denn für ein Projekt? Ist es jetzt ein Vorzeigeprojekt, was ich möglichst clean haben will? Oder ist es vielleicht ein Satellit? Ja, weil heutzutage auch sehr viel mit Satellitenprojekten gearbeitet wird und das soll einfach mal eine gewisse Link-Power kriegen. Völlig wurscht, ob das jetzt, ob ich jetzt eben auf den Titel gehe, ob ich da jetzt noch ein Spinning mache. Das soll einfach nur mal ein bisschen Power kriegen, die es dann wieder auch in der Link-Pyramide, auf seiner Hierarchie, dann eben auf die nächsthöhere Seite oder auf andere Seiten auf derselben Ebene mit eben vererben kann. Das stimmt natürlich. Man muss immer beachten, für was für Seiten baut man auf. Baut man für Satellitenseiten oder baut man für sein Hauptprojekt auf? Genau. Da muss man natürlich stark differenzieren. Absolut. Und so Sachen wie zum Beispiel Webkataloge sind natürlich auch gerade für ein Projekt, was etwas schwächer auf der Hierarchie steht, sowieso, also grundsätzlich gut geeignet. Also spricht ja gar nichts dagegen. Ja, ich habe auch schon Satelliten gesehen, die mit Webkatalogen und Social Bookmarks schon vertretbare Rankings bekommen Absolut, haben. eben. Es ist halt eine Frage auch der Technik, wie man die Webkataloge einsetzt, wie man die Social Bookmark einsetzt. Weil man kann natürlich, jeder hat, ne, du hast eine andere Herangehensweise als ich wiederum und eben es kommt darauf an, welche Erfolge erzielt man denn damit. Jetzt haben wir uns viel über Social Bookmarks, Webkataloge unterhalten, also eigentlich so diese Low-Level-Links. Viel interessanter sind ja Links mit höherer Qualität, mit Content-Links. Woher besorgst du dir Content-Links? Gehst du auch, Foren können theoretisch auch Content-Links sein, weil sie aus einem Kontext heraus zumindest kommen. Also mehr als Webkataloge oder Social Bookmarks. Vielleicht eine Stufe weiter sind Artikelverzeichnisse und noch eine Stufe weiter sind dann halt Blogs, Magazine. Wie siehst du das so in der Reihenfolge? Wie tauschst du das in deinen Linkmix ein? Und wie kommst du da dran? Also
Der Trend aus meiner Sicht aktuell geht natürlich immer stärker in die Richtung von Links, die aus dem Content herauskommen. Und aus meiner Sicht ist es natürlich auch das Sinnvollste. Zumal man dort auch die Chance hat, es möglichst natürlich wirken zu lassen. Aktuell gibt es ja auch einen ganz starken Trend wieder hinsichtlich der Artikelverzeichnisse, auch hinsichtlich von geschlossenen Artikelverzeichnissen, die von SEOs direkt betreut werden, wo nicht jeder Zugriff hat, wo man halt eben entweder auf Tauschbasis oder gegen einen bestimmten Betrag Zugang kriegt. Ja, fand ich jetzt sehr interessant, als ich jetzt gerade die Recherche gemacht habe für einen Artikel, eben, der sich auch über 1,5 Jahre vom ersten jetzt bis zum Abschluss gezogen hat, wo es darum ging, welche Artikelverzeichnisse leben überhaupt noch, weil auch dort ein unglaublicher Schwund ist. Den habe ich in der Vergangenheit schon bei Social Bookmark-Diensten festgestellt. Und ich manchmal fragt, warum setzt man ein paar Links? Nach einem Jahr ist irgendwie vielleicht 50% schon wieder weg, weil diese Seiten gar nicht mehr existieren. Und bei Artikelverzeichnissen fand ich auch ein sehr krasser Schwund, der dort war. Teilweise war es dann nur, okay, dieses Verzeichnis ist gesperrt ab jetzt. Früher war es offen, jetzt nicht mehr. Teilweise eben auch sehr stark, dass sie gar nicht mehr existiert haben. Die Seiten sind weg. Und dann sind natürlich eben jetzt so bestimmte Reaktionen, die dann kamen. Zum Beispiel gibt es eben, was ein paar SEOs sich als Geschäftsidee ausgedacht haben, die sagen, hey, wir haben hier ein Paket, 100 AVs, du bezahlst einen festen Betrag und kannst dort so viel Content reinhauen, wie du willst. Ja, habe ich auch schon gesehen. Hast du die schon getestet? Nein. Ich auch noch nicht. Kann leider auch noch nichts darüber berichten. Nee, aber ich was fand, das für Blogs sind, genau. Ob die was bringen, aber das Angebot gesehen habe ich auch schon. Ja, das ist der große Nachteil aus meiner Sicht bei denen ist, dass es zum Beispiel sehr neue Domains sind. Das heißt, die haben erstmal von der Power her, sind noch sehr schwach, die müssen also selber erstmal stark dort überhaupt aufbauen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Angebote, jetzt zum Beispiel ja, von einem auch sehr bekannten SEO, weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt hier umgehen, ob wir Namen nennen an manchen Stellen oder nicht. Wir dürfen gerne Namen, Fakten, Zahlen, das volle Programm. Okay, gut. Also sagen wir mal, wir haben jetzt zum Beispiel Izee, ja, so jemand, den ich absolut cool finde so im Business, der bei mir einen sehr hohen Trust hat. Und Izee hat jetzt halt auch ein Projekt hochgezogen, wo er halt dann auch bestimmte Sachen anbietet, teilweise von AVs, die schon lange existieren, die also tatsächlich auch schon eine gewisse Link-Power haben und wo er wirklich für sehr wenig Geld, sagt hier, kannst du was buchen und kannst hier eben, du lieferst mir den Content, ich publiziere den und das sind zu 90% AVs, die ihm gehören, ja, die also, wo auch kein Zugriff allgemein eben ist, finde ich eine sehr interessante Sache, würde ich bestimmt auch mal ausprobieren. Ja, also ich habe es schon gebucht, schon eingekauft bei ihm, ich kann aber leider noch nichts darüber berichten, weil wie gesagt, bisher nur gebucht und es ist noch nichts veröffentlicht, ich habe noch keinen einzigen Text eingereicht, man muss die Texte selber einreichen, er veröffentlicht dann halt auf seinen Seiten. Genau. Der Prozess läuft noch, deshalb kann ich da leider noch nichts darüber berichten, vielleicht werde ich demnächst mal drüber bloggen, wenn ich sehe, was dabei rausgekommen ist. Wäre natürlich eine tolle Werbung für ihn. Genau. Ja, gerne. Ja. Also schaut euch izee.eu an. Ja, ich glaube, das läuft unter izee.co, dieses Angebot, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Aber ich sehe halt eben einen Trend. Also das waren ja jetzt nur zwei Beispiele, ja. diese 100 AVs und dann halt eben jetzt izee. Und es gibt natürlich noch mehr davon. Es gibt genug SEOs, die das auch bislang nicht sehr offensiv kommunizieren, weil es halt einfach auch grundsätzlich ein Problem ist. Das ist natürlich toll, wie offensiv izee das jetzt beispielsweise macht. Andere machen es eben, ne? Ich habe da halt eine Möglichkeit, wenn man mit denen halt mal redet. Deswegen sage ich auch immer, Networking ist eines der absolut wichtigsten Dinge überhaupt im SEO-Business. Denn je mehr Menschen man kennt, gerade wenn man auch wenig eigene Ressourcen hat, und es gibt einfach sehr viele, die haben nicht so die Masse an eigenen Ressourcen, und dann brauchst du natürlich solche Kooperationen. Würdest du unterschreiben, dass böse gesagt ein Blog eigentlich auch nichts anderes ist oder anderes sein kann als ein Artikel? Verzeichnen. Natürlich, klar. Es ist, also genauso wie ich zum Beispiel sage, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Presale-Pages hat, bin ich der Meinung, es ist völlig wurscht, ob diese Presale-Page auf einer statisch programmierten Seite ist, ob sie in einem Blog ist, in irgendeinem Content-Management-System, was auch immer. Ne? Der Ansatz ist letztendlich nur, du hast eine Seite, die speziell für diesen Link hinweg gestrickt ist, die genau sozusagen diesen Link fördern soll, die thematisch hervorragend zu der Seite passt, also thematisch Domain-Relevanz hat und die eine Themenrelevanz bezüglich dieses Links hat. Die Cross-Relevanz. Genau, die Cross-Relevanz. Und die dann aber nach Möglichkeit auch dauerhaft von der Startseite her verlinkt ist. Also die in irgendeiner Weise prominent intern halt möglichst viel Link-Juice bekommt. Und dann entfaltet sie die ganze Power. Genau, richtig. Ja. Und während du natürlich bei Blogs auch das Phänomen haben kannst, was heißt Phänomen, das ist ja typisch in einem Blog, wenn du eine hohe Posting-Frequenz hast, dass natürlich ein Artikel sehr schnell nach unten wegtaucht. Und das ist natürlich auch bei Artikelverzeichnissen oft so. Wenn du natürlich dafür sorgen kannst, dass
dass möglichst viel Power von der Seite halt auf diesen Artikel geht und damit auf den Link weiter, hast du natürlich eine höhere Wertigkeit. Und das ist auch etwas, was viel ausmacht. Ja, haben wir auch genauso bei Webkatalogen. Ich kenne Webkataloge, die tauchen, da tauchen die Links einfach nie irgendwo wirklich auf, weil die ruckzuck auf eine Ebene kommen, die so tief sind, dieser eine Link, dann ist das im Grunde, Google sich sagt, so tief indexiere ich diese Website nicht, weil die ist mir einfach nicht wertvoll genug, um die in dieser Tiefe zu indexieren. Und damit ist der Link natürlich vollkommen verschenkt. Ja, ich wollte gerne nochmal zu diesen Pre-Sale-Pages zurückkommen, beziehungsweise eher zu den, ja, ich sag mal, wertigeren, hochwertigeren Links. Also was haben wir für Möglichkeiten, um an hochwertige Content-Links zu kommen? Wir haben einen Linktausch, ja. Wir haben einen Kauf oder Miete und wir haben vielleicht einen Linkbait. Ja. Da ist immer recht schwierig, einen guten Linkbait hinzubekommen. Absolut, das ist eine große Herausforderung. Wie viele Links sammelt der überhaupt ein? Sammelt der überhaupt Links ein? Mhm. Geht der vielleicht sogar durch die Decke und sammelt zu viele Links ein? Ich glaube, da haben wir nicht viele Beispiele von in Deutschland. Das eine oder andere, da ist, denke ich, das Risiko nicht ganz so groß. Aber was meinst du, was sind für den Otto-Normal-SEO die besten, einfachsten, günstigsten Möglichkeiten, an Links zu kommen? Und was sind auch die qualitativ besten Links, an die er kommen kann? Weil von spiegel.de würde er ohne weiteres jetzt keinen Link bekommen. Nein, also von spiegel.de einen Link zu bekommen, ist schon relativ schwierig. Kürzlich hat es Martin Missfeld mit einer super Geschichte halt geschafft. Da gibt es immer wieder gute Beispiele. Aber auch nicht in einem kommerziellen Umfeld. Genau, je kommerzieller das Umfeld, desto schwieriger ist es, an sowas auch noch zu kommen. Also deswegen, das war auch natürlich eine gute Geschichte auf der Semsio in einem Vortrag zu sagen, wenn man beispielsweise einen Shop betreibt, dass es sehr wichtig ist, einen Content-Bereich hinter diesen Shop zu klemmen, der dann auch möglichst werbefrei ist, sodass dort eher mal hin verlinkt wird, als auf diesen eigentlichen Shop. Und darüber natürlich Links eingesammelt werden können, die dann natürlich auch wieder entsprechend intern den Linkschuss weitervererben können. So, das ist natürlich, also Shops ist da eine große Herausforderung. Wir können ja vielleicht auch den Ansatz wählen, wie geht man überhaupt vor? Das heißt, wenn ich eine Seite überhaupt neu starte, wie baue ich da, weil das ist ja eine der größten Herausforderungen, wenn die Seite selber noch kaum Links hat und dann aus dem Nichts heraus her startet. Genau, ich habe eine frische Seite, ein frisches Projekt, ich habe mir Gedanken dazu gemacht, zu meinem Thema, ich habe guten Inhalt geschrieben, das mal als Grundvoraussetzung. Absolut, ja. Was mache ich? Wie komme ich an meine Links? Am besten natürlich an passive Links, die ich organisch irgendwie bekomme. Das funktioniert natürlich nicht, also muss ich irgendwie anstoßen. Genau, weil also passive Links, das ist ja das, was Google an sich möchte. Ja, davon. Aber für mich sind passive Links so ungefähr so, wie was ich so öfter in anderen Bereichen halt mitkriege, halt Menschen, die einen Partner suchen, aber immer zu Hause in der Bude hocken. Ja, und dann kann eine Frau sich noch so stylen, wenn sie nicht vor die Tür geht. Ich meine, dass vielleicht mal der UPS-Bote an der Tür, der dann die neue Zalando-Schuhe vorbeibringt, dass der vielleicht mal irgendwie jetzt genau der Traummann ist. Und genau, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Das heißt, du musst nach draußen gehen. Du musst halt mal eben auf Partys gehen, in Kneipen gehen oder wo auch immer hin, wo du in Kontakt mit anderen Menschen kommst. Und ähnlich ist es natürlich mit Links. Darauf zu warten, dass Leute überhaupt auf deine Seite kommen und um die freiwillig verlinken und das auch in Deutschland, in einem Land, was ich persönlich als ein Land des Linkgeizes bezeichne, ist natürlich sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, ja. Genau. Ich stelle mir auch die Frage, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Nein. Ich stelle mir auch die Frage, was ist denn ein natürliches Linkwachstum, nicht ein natürlicher Linkaufbau, weil der kann meiner Meinung nach nicht natürlich sein, weil Aufbau mache ich wieder aktiv. Richtig. Deshalb ein natürliches Linkwachstum. Wie würde das aussehen? Also wir sind ein kleines Unternehmen, haben eine schöne Seite gemacht, wir haben vielleicht eine Presseabteilung, die natürlich als erstes mal eine Pressemitteilung rausschickt. Also wird diese kleine Seite wahrscheinlich die ersten Links über Presseportale bekommen. Wäre jetzt bei einer Firma durchaus ein gangbarer Weg. Links jetzt von Presseportalen, na, wie zum Beispiel OpenPR oder so, ist jetzt so was einem als erstes einfällt, sind natürlich eine super Geschichte. Also ich finde Links von Presseportalen so eines der besten Sachen, die man im Bereich Content gegen Link machen kann. Zumal sie ja erstmal gar nichts kosten, also außer halt eben der Text, der geschrieben werden muss. Wenn mal jemand in-house hat, der das sehr gut kann, ist natürlich eine tolle Sache. Ich würde natürlich nicht am Anfang hingehen und dann wirklich eine Pressemeldung en masse raushauen, sondern sukzessive. Würdest du die auch umschreiben immer aufgrund von Duplicate Content, dass nicht auf 50 verschiedenen Presseportalen derselbe Text steht? Also ich teste es im Moment gerade aus, wie es eben ist, wenn auf einer großen Menge Tests von Presseportalen immer derselbe Text kommt. Im Moment sind also rein natürlich wäre es ja.
Genau. Es ist ja das Klassische, was jetzt eben so eine Presseabteilung macht. Ja. Ja, von wegen, wir haben jetzt eine Pressemeldung und die hauen wir halt einfach mal raus. Ja, die schreibt sie nicht 10-mal um. Nee, das macht ein SEO. Ja. Ja, aber keine genau. Presseabteilung. Insofern wäre es ja durchaus natürlich. Nur mir wäre es jetzt gerade bei einer schwachen Seite am Anfang zu viel des Guten, wenn jetzt eben plötzlich aus 50 oder 70 Presseportalen dann Links einprasseln. So, deswegen würde ich natürlich erstmal das sukzessive angehen und erstmal bei dem einen mal und dann bei dem nächsten. Und dann ist natürlich immer eine Frage von eines schönen Mixes. Was ich persönlich sehr gerne mache am Anfang, auch jetzt mal, wenn ich jetzt als SEO eine Seite, wenn ich jetzt nicht eben für eine Firma mache, sondern eine SEO-Seite, auch mal irgendwo positionieren will, mit der ich irgendwann vielleicht mal ein bisschen Geld verdienen will, auf welche Art auch immer, ist es natürlich immer super, nochmal Webkataloge, einen Link vom Demos zu kriegen. Ja, weil Demos ist für mich jetzt in diesem Bereich der Webkataloge der hochwertigste Link mit Abstand, den man überhaupt kriegen kann. Also dazwischen, dann kommt erstmal mit vielleicht noch Bellnet, früher halt Yahoo Directory und dann kommt erstmal lange nix. So, und deswegen ist Demos immer eine tolle Sache, weil ich stelle fest, dass ein Link aus dem Demos eine Seite tatsächlich einen gewissen Trust-Faktor bringt, wodurch eine Seite dann auch mehr andere Sachen aushalten kann. Wikipedia auch, um nur ein neues Beispiel noch zu nennen, auch wenn es ein No-Follow ist, hat das für dich auch einen Trust-Faktor? Hat für mich. Ja, wobei ich Wikipedia auch nicht so früh bringen würde. Also Demos ist eine Sache, mit der kann man schon sehr früh starten. Allerdings, ich bin ja jetzt seit 10 Jahren Editor im Demos. Ich habe jetzt mein 10-Jähriges gerade durch. Und habe da auch eine Auszeichnung? Hast du jetzt ein kleines Icon oder Sterne? Nein, ich habe auch so die größeren Kategorien, die ich früher betreut habe, habe ich auch abgegeben und aus Zeitgründen mache ich auch nicht mehr so viel. Wobei Demos könnte mir allein 10, 15 Minuten nur drüber reden, was da alles ist und zu beachten ist. Ich glaube, es ist auch an den meisten Leuten ziemlich vorbeigegangen, dass Demos jetzt auch jetzt seit einer Weile Demos 2.0 ist. Ja. Was man nach außen nicht wirklich sieht. Nicht so wirklich. Und, selbst im Editor-Bereich ist jetzt... Sieht immer noch sehr ähnlich aus. Ja, man könnte so typischerweise sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Ja. Ich denke, Demos hätte halt vor Jahren noch eine gute Chance gehabt, wenn da halt bestimmte Sachen halt gefeatured worden wären. Aber es war einfach die Situation natürlich, bei AOL ist natürlich eine nicht leichte. Was aber wichtig ist, immer wieder, wenn ich mir Seiten anschaue, die bei Demos eingereicht werden, weil viele SEOs ist schon seit Jahren überall wieder in Foren, wo man reinguckt, oh, Demos ist schlecht und oh Gott, ja, keine Chance. Und viele Vorwürfe, die da halt kommen. Aber wenn ich mir die Seiten anschaue, die dort eingereicht werden, es ist zum Beispiel ein No-Go, bei Demos Seiten einzureichen, auf denen AdSense zu finden ist. Weil dann heißt es... schlimmer, Layer-Ads. Oh Gott, tödlich. Also eine Seite, die Layer-Ads verwendet, sorry, aber... die schieße ich als Demos-Editor sofort raus. Die kommt nicht rein. Ja. Ja, keine Chance. Und bei AdSense hat man halt auch, also vor allem je dominanter, desto weniger. Also deswegen würde ich das am Anfang machen, weil eine Seite, die ich monetarisieren möchte, da setze ich ja nicht am Anfang schon gleich AdSense drauf oder sonstige Affiliate-Banner hier und dort. Ja, ich warte auch immer erst ab, bis so eine Seite eine Sichtbarkeit aufgebaut genau. hat, einen gewissen Traffic hat und erst ab einem Punkt, wo ich sage, jetzt lohnt es sich da auch, weil wenn jetzt 20 oder 25 Euro im Monat über Affiliate oder AdSense einspielt, verzichte ich lieber auf die 20, 25 Euro und sammle dafür bessere Links ein. Richtig, wie Mediadonis auch so schön gesagt hat, monetarisiere keine Peanuts. Ja, das ist, lohnt nicht. Also lieber die Seite länger clean halten. Ich überlege mal, so ein Aufnahmeprozess im Demos kann ein halbes Jahr problemlos dauern. Ja, bis da mal ein Editor mal wieder nachguckt, sich mal wieder einloggt und denkt, okay, ich habe mal wieder ein bisschen Zeit, ich schaue mal das Ganze an. Wobei, wenn er zu lange wartet, dann würde er auch gesperrt, das ist mir auch schon passiert. Nur dann, wenn du länger als 3 Monate dich nicht einloggst. Genau. Eben, aber das sollte man schon tun. Ja. Sich da regelmäßig seitdem habe ich jetzt eine monatliche Erinnerung, dass ich mich zumindest einmal im Monat einlogge. Genau, ich weiß gar nicht, ich glaube, wie viele SEOs überhaupt irgendwie Editoren sind im ODP, also ist schon, ich kenne schon sehr viele. Ja. So. Aber natürlich, also ich zumindest halte mich halt auch perfekt an die Guidelines, zumal ich halt schon länger Demos-Editor bin als wirklich Hardcore-SEO. Von daher bin ich auch, weil ich aus der Open-Source-Szene komme, da auch natürlich von meinem Ethos her vielleicht mit anderen Sachen aufgewachsen und habe für manche Dinge auch eine andere Grenze bei mir, ab wann ich halt irgendwas nicht mehr tue, als so manch anderer, der vielleicht eben aus der Spammer-Ecke kommt, ursprünglich. So, ja, jedem halt seins. Um zurück zum Thema, also Demos wäre für mich etwas, was ich sehr am Anfang machen würde, sobald die Seite wirklich vorzeigbar ist. Ja, die muss natürlich schon Content haben. Ich sehe auch immer wieder Seiten, die angemeldet werden, da ist noch so gut wie gar nichts drauf. Hallo, keine Chance, die fliegt natürlich sofort. Ja, es muss einfach schon, was, wie du eben gesagt hast, schon ordentlich Content drauf sein, die Seite muss optisch irgendwie sauber sein und so weiter. Und dann ist es eine Sache, mit der man sehr, sehr gut am Anfang starten kann, weil ein Demos-Link einfach schon mal eine nötige Grundbasis bringt, damit du dir überhaupt mal ein paar andere Sachen mehr erlauben kannst. Gut, ich meine, wenn man 6 Monate für braucht, um den zu bekommen, dann die 6 Monate wartet man natürlich nicht tatenlos, sondern baut schon andere Links auf. Genau. Und da sind was zum Beispiel
für einen Anfang sind Blog-Kommentare, also saubere Blog-Kommentare, eine tolle Sache. Ja, irgendwo wirklich und halt, ne, also Sachen eben ohne Spam im und Namen. Und nicht auf No-Follow und Do-Follow achten. Nee, warum? Nee, gar nicht. Das war. Ach, achte ich dann. Also ich mag es natürlich nicht, also ich gehe, was jetzt so meine Hauptblogs angeht. Wenn ich sehe, dass das in irgendeinem Blog gar nicht die Möglichkeit ist, überhaupt den Domainnamen zu hinterlassen. Oder dass zum Beispiel Trackbacks No-Follow sind. Also ich arbeite sehr gern mit Trackbacks. Trackbacks finde ich eine super geile Sache bei Blogs eben, weil man dort wirklich ganz easy einen Link eben kriegen kann. Also gültige Trackbacks, kein Trackback-Spam. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass Blogs auch sogar ein Trackback von einem guten Blog mit No-Follow bewerten, sinkt bei mir die Bereitschaft, das dann auch wirklich dieses Blog zu nutzen. Also das mache ich dann wirklich nur, wenn ich sage, hey, von dem Blog, nee, da will ich aber jetzt auf jeden Fall ein Trackback haben, ja, oder ein Pingback. Ja. Dann mache ich das natürlich. Aber ansonsten ist mir das einfach zu blöd, dann den Trackback, weil es gibt genug Blogs, denen du ein Trackback geben kannst und dann findet sich bestimmt eins, wo ich sage, hey, die sind auch Do-Follow und dann kriegt der. Ja. Wer mir was zurückgibt, der kriegt auch eher was dann. Klarer Deal. Also haben wir zum Anfang die Mods, haben das ein oder andere Presseportal, haben Blog-Kommentare, Trackbacks. Ja. Wenn ich jetzt nochmal vom Natürlichen her ausgehe und sage, ich habe eine Pressemitteilung verschickt, was würde danach passieren? Wenn die gut ist, generiert sie vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit. Wenn sie Aufmerksamkeit generiert, wird vielleicht das eine oder andere Blog oder Magazin darüber berichten. Das heißt, vielleicht könnte ich dann anfangen, mit Linktausch etwas in der Richtung zu machen. Und wenn ich das habe, generiert es vielleicht noch etwas mehr Aufmerksamkeit, sodass auch wirklich Nutzer draufkommen, dass dann eventuell in Foren darüber noch diskutiert wird. Könnte das so ein natürlicher Weg sein? Das wäre durchaus möglich. Linktausch ist eine Sache, die ich persönlich sehr gut finde. Ja, auch wenn es heute natürlich nicht über diese automatisierten Mails, hallo, ich bin auf deine Seite XYZ gestoßen, ja, und finde die toll. Und da kommt halt jemand mit einem Thema, was mit meiner Seite gar nichts zu tun hat, wo ganz klar ist, der haut das irgendwie jetzt hier automatisiert oder wie auch immer raus, aber es bringt letztendlich nichts. Linktausch ist für mich aber nur dann wirklich effektiv, wenn ich wenn die Seite wirklich klasse ist, weil ich sage, hey, wow, von denen will ich unbedingt einen Link, oder wenn es sozusagen ein anderer Webmaster oder SEO ist, der einiges mehr an Seiten eben schon hat, wo man sagen kann, hey, wir machen einfach so ein 5er oder ein 10er Pack, einfach mal schnell fertig. Ja, weil ansonsten ist, also wenn ich dran denke, was ich vor Jahren da teilweise einen Aufwand betrieben habe, was du diskutieren musst. Du kannst natürlich, wenn du Linktausch selber betreiben willst und erstmal klein rangehst und sagst, naja, ich mache mal einen 1:1 Tausch mit jemandem oder so oder Zweiertausch, ja, dann kannst du es in der Regel vergessen, wenn du noch keinen PageRank hast. Weil natürlich die meisten, die einen Linktausch machen, drauf gucken, hast du ein PR. Und immer noch gibt es viele Tauscher, die das an PR festmachen. Es gibt immer noch viele Webmaster draußen, für die ist das nun mal einfach die Basis, auf der sie gucken. Und wenn du halt ein PR2 hast, dann kriegst du keinen Link von der PR5. Und wenn du ein PR0 hast, dann sagen die, nee, gar kein Interesse überhaupt an einem Linktausch. Das heißt, du musst warten, bis Google den nächsten Export von der Toolbar wieder gemacht hat. Wirklich auch ein halbes Jahr, dann sind wir wieder beim Demos-Eintrag. Also dann kann es erst losgehen nach einem halben Jahr. Genau, da kannst du mit so Sachen überhaupt erst starten. Ja, also ich selbst würde es ja auch gar nicht Linktausch nennen, oder beziehungsweise ich nenne es nicht Linktausch. Eigentlich Linktausch wäre für mich quasi Sidebar-Link oder Footer-Link wie ein Footer-Link, was ich nie machen würde. Ich finde, da ist Artikeltausch, das ist etwas treffender formuliert. Genau. Wenn ich jemanden anschreibe, sage ich aber auch nicht Artikeltausch. Ich habe da mittlerweile eher eine Formulierung, die heißt Content-Sponsoring. Klingt auch gut. Und über das Content-Sponsoring habe ich tatsächlich auch schon Links bzw. Artikel irgendwo sponsern können, ohne dafür eine Gegenleistung zu erbringen zu müssen. Beziehungsweise die Gegenleistung ist halt der Text, ist der gute Inhalt, den ich demjenigen schicke. Der froh ist, dass er da einen neuen Inhalt bekommt für seine Seite. Teilweise sogar kleine Verlage, die sagen, ja, das ist ja super, da müssen wir ja sonst einen Redakteur für bezahlen, der uns den Artikel schreibt. Jetzt kriege ich den Artikel hier kostenlos. So habe ich auch schon Links bekommen von kleinen Magazinen. Das ist natürlich ein kleiner Prozentsatz, ne, muss man fairerweise sagen. Aber es funktioniert auch. Es funktioniert bei kleinen Blogs, bei kleinen Nischenseiten. Ja. Man sollte natürlich da auch Sachen beachten, weil ich kriege natürlich Unmengen solche Anfragen. Hey, ich habe da diese Seite entdeckt und ich bin bereit, dir da einen Text zu liefern dafür. Wäre doch toll, bringt einen Mehrwert für deine Leser. Und dann natürlich, dürft ihr natürlich auch vielleicht noch einen Link mit einfügen und so weiter. Zu einer Krankenversicherungsseite. Was auch immer. Ja, kriege ich natürlich massenhaft Anfragen. Wenn ich sehe, es steckt ein SEO dahinter, eine Agentur oder ich lösche sofort.
Da habe ich schon gar kein Interesse dran. Wenn es natürlich jetzt, wenn wir hier, wir sitzen ja hier gerade, wir waren ja eben auf der Vorlesung vom Jens hier im Rahmen des SEO-Stammtischs hier in Darmstadt. Wenn natürlich solche Studenten anfragen und die Seite sieht wirklich dann auch sauber aus und es ist klar, ja, dann ist es, also das heißt, es kommt immer darauf an, wie man anfragt. Und wenn ich schon eine Anfrage kriege über eine Google-Mail-Adresse und dann steht vielleicht nur unten drunter einfach nur Name, aber ohne irgendwie richtige Kontaktangaben, dann ist mir das Ganze schon gleich so suspekt, dass ich schon keine Lust habe. Ja, ist für mich auch No-Go. Ich finde, man muss mit Namen, mit Telefonnummer, richtig, mit einer Adresse, ja, kommunizieren, die keine Free-Mail ist, sondern wirklich eine Domain dahinter steht, auf der ein Impressum ist. Zum Beispiel, genau. Ansonsten ist es für mich auch No-Go. Genau, keine Limited irgendwie. Und wir hätten ganz gerne mal einen Link und du weißt nicht was. Und bei diesen Limited, also wenn du da nachfragst, in der Regel läuft es dann immer auf Poker oder Casino raus. Ja, ist so ganz typisch, weil die halten erstmal hinterm Berg. Also das heißt, man muss wirklich noch die Karten auf den Tisch legen und gleich sagen, hey, um was geht's, wer bin ich? Und je authentischer es dann ist und je vertrauenswürdiger, desto größer die Chance, dass es funktionieren kann. Also Agenturen bei mir fliegen zum Beispiel nicht direkt raus, weil ich kenne auch Agenturen, die auch wirklich schöne, gut gepflegte eigene Seiten haben, mit denen man auch gerne tauschen möchte. Das ist halt einfach wieder eine Geschmacksfrage, eine Zeitfrage. Ich denke dann immer, Agenturen, denen stehen natürlich dann wieder andere Möglichkeiten noch offen. Die können kaufen. Die können, genau. Also eine Agentur, die dann, wenn man jetzt unter dem Aspekt das betrachtet, die dann halt einen Text bestellt bei Textpoker für 5 Euro, den sie dir liefert und dann dafür vielleicht einen Link kassiert, für den sie, wenn sie ihn mieten würden, im Monat vielleicht 20 oder 30 Euro zahlen müssten, ist natürlich dann ein Missverhältnis, das dann nicht gegeben ist. Ja. Cool finde ich es natürlich gerade für Leute, die erst ansteigen und die dann halt andere Blogs anschreiben und die dann einfach sagen, hey, ihr publiziert einen Artikel von mir, ich einen für euch oder wie auch immer, wir tauschen da was. Und dann ist so, dass eine klare, auf Augenhöhe eine Win-Win-Situation ist. Und das finde ich eine gute Sache. Ich finde, da sind wir auch wieder bei der Ethik-Diskussion eigentlich. Mhm. Weil es kann auch nicht gehen, bei Textbroker einen Text für 2-3 Euro zu bestellen und den der einfach nur jemandem rüber zu liefern, quasi so einen Rotz rüber zu schicken und dann dafür zu erwarten, dass das wirklich ein guter, nachhaltiger Link ist. Weil wenn ich einen guten, nachhaltigen Link haben möchte, dann kann ich keinen 2-Euro-Text dafür nehmen, sondern muss ich auch einen einigermaßen guten Inhalt dafür schreiben. Genau, also Minimum aus meiner Sicht ist halt eben klassische Textbroker 4 Sterne, ne, ist so das beliebteste, weil es bei 5 Sterne muss natürlich schon mal deutlich mehr hinlegen. Beim 5-Sterne-Autor kann man sich aber leisten, wenn man wirklich Wert darauf legt. Ja, und er muss natürlich eine gewisse Länge haben. Ja, so das klassische mach mal 200, 250 Worte ist natürlich heute auch nicht mehr wirklich so angesagt. Ja. Ja, wobei ich auch schon Dinge, natürlich sieht man auch immer wieder Beispiele, wo jemand wirklich so einen Text auf Level 2-3 Sterne irgendwo rein hat, Hauptsache er hat das Keyword irgendwo verlinkt und es bewirkt auch tatsächlich was. Also das eine schließt natürlich das andere nicht aus. Nee, natürlich kann das auch wirken. Ja. Wie gesagt, deshalb eher die Ethikfrage dabei. Kann man sowas machen, kann man es nicht machen? Ist es wirklich nachhaltig, da sowas Günstiges rein? Das ist für mich keine Ethikfrage, das ist dann für mich eine Frage der Nachhaltigkeit. Ethik im Sinne von, ich kriege einen guten Artikel geliefert und schicke dort einen minderwertigen Artikel hin. Ja gut, klar, aber das ist ja eine Frage wieder, das, was man miteinander ausdealt. Ja? Und wenn ja jemand sagt, es ist mir wurscht egal, was ich kriege, dann könntest du das rein theoretisch auch machen. Aber willst du auf so einer Seite drauf sein, nee, auch, wo es dem Webmaster egal ist, was nein, da drauf ist? Nein. Weil dann auf der nächsten Seite ist vielleicht der Poker-Link und auf der übernächsten Seite der Casino-Link drauf. Eben, und das geht ja schon mal gar nicht. Ja. Also das heißt schlechte Nachbarschaft. No. Ja. Ja, schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Frank, dass du dich hier der Herausforderung gestellt hast. Ja, das war jetzt ein Experiment. Podcast mit genau, mir zu machen. Ganz spontan. Das ist der erste Versuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir bekommen gute Kommentare. Und ich hoffe, die sind so gut, dass ich gezwungen sein werde, noch mehr dieser Podcasts zu machen. Ich finde es also, klasse. Also, vielen Dank, ich drücke dir die Daumen. Danke. Danke dir.